Hallöchen, ihr Lieben, und herzlich willkommen zurück zu God of War. Wir sind in Tyrs Tempel und sollen den jetzt ein wenig erkunden. Und ich denke mal, das werden wir doch hinkriegen, oder? Oh. Das ist Tyr, aber das mittlere Bild fehlt. Moment, ich dachte, Tyr war ein Gott, kein Riese. Das stimmt, doch er wurde von allen geliebt, auch von den Riesen. Außer mir war er der Einzige, dem sie ihre besondere Gabe des Sehens schenkt. Hey, ob die Riesen wohl auch von mir irgendwo ein Triptychon haben? Gute Frage. So, hier ist eine Sandschale, da können wir aber noch nichts machen. Sieh es dir selbst mal an. Ich zeige dir, wie man das liest. Das ist nicht notwendig. Du hast mich so viel gelehrt. Das ist doch der andere Eingang nur hier, aber. Ja, okay, das ist wirklich nur der andere Eingang. Na, dann wollen wir mal. Erzähl mal, Junge. Was, wenn du ohne mich eine benutzen musst? Es ist nicht schwer. Atreus. Komm, du sprichst es schon. Dann ist das Lesen nicht so schwer. Ich kann lesen, Junge. Nur nicht diese Sprache. Das lernst du schnell. Also, die Runen stehen für ganz viele verschiedene Dinge. Für Götter, für Tiere und... Halt. Oh, war das zu schnell? Tut mir leid. Nein, nein. Riechst du etwas? Ja, tue ich. Oh, oh. Riecht nach... Regen? Oh Mann. Okay. Alles habt ihr ruiniert. Ich hab den Scheißhammer verdient. Aber jetzt wird jeder glauben, dass ich ihn nur hab, weil Magni weg ist. Sie lachen mich aus. Aber wenn ich dich töte, wird niemand über mich lachen. Nein! Oh, bist du dumm? Hast du das von deinem Vater oder eher deiner Mutter? Ist sie dumm und hässlich? Sei still! Ja! Das hättest du nicht tun sollen. Oh, das stimmt. Aber dich werde ich kennenlernen. Gut sogar. Du wirst jetzt mein neuer Bruder. Aber zuerst töte ich noch deinen Vater. Ups. Hab ihn kaputt gemacht. Nein. Bleib weg! Jetzt hast du kein Schild mehr. Wir sehen uns wieder! So ein Versager. Bruder, der Junge! Atreus. Du musst ihn schnell zu Freya bringen. Nur sie kann helfen. Na dann. Wollen wir mal Freya um Hilfe bitten. Ich hoffe doch, sie kann uns helfen. Das war keine gute Begegnung hier, die wir hier hatten. Okay, hier ist ein Boot. Komm schon. Nimm das Boot. Zu Freya ist es nicht weit. Oh mein Gott, was hat er für eine Krankheit? Okay, Moment, muss ich hier schon rein? Da ist die bei, ja, einfach geradeaus, okay. Komm schon, Kratos, wir müssen uns beeilen und Atreus retten. Odins
das Auge ruht auf dir. Vor allem, seit du angefangen hast, seine Sippe auszulöschen. Eyerswald ist ein blinder Fleck. Das ist unser schlauester Zug. Und wenn ihn jemand heilen kann, dann ist sie es. Was geschieht mit ihm? Ich habe bei Sterblichen gesehen, dass sich ein seelischer Konflikt in einer Krankheit des Körpers manifestiert. Nie bei einem Gott, aber ein Gott, der denkt, er sei sterblich, das muss wesentlich schlimmer sein. Wir sind fast da. Atreus ist also auch ein Gott. Kann ich mir nur vorstellen. Ob das so gut ist, dass wir zu ihr zurückkehren? Aber wir müssen ja unseren Sohn helfen. Eine andere Chance haben wir gar nicht. Die Musik ist bedrohlich. Tja, Kratos. Vielleicht hättest du mal die Wahrheit sagen sollen. Jemand hat gerade die Schlange schon, beeile dich, Aufzug. Okay, wir sind ganz oben angekommen. Aber wer hat die Schlange gerufen? Wird schlimmer. Er zittert. Es ist ernst. Wir müssen uns beeilen. Es ist dringend! Ich bin eine Göttin, verschwinde! Der Junge ist sehr krank! Freya! Er ist krank. Komm rein. Das ist keine gewöhnliche Krankheit. Sein wahres Wesen, dein wahres Wesen kämpft in ihm. Ich bin daran schuld. Hilfst du mir? Natürlich. Bring mir eine sehr seltene Zauberzutat aus Helheim, der Wächter der Brücke der Verdammten. Ich brauche sein Herz. Hier. Das Reich der Toten, kennst du es? Nicht dieses. Es ist ein Land von grausamer Kälte. Kein Feuer brennt dort und keine Magie aller neuen Welten könnte eins entzünden. Und die Toten? Deine Frostaxt ist machtlos. Du musst was anderes finden. Dann muss ich nach Hause. Zu etwas, das ich mit Schwur begraben hatte. Wer du zuvor warst, ist egal. Der Junge lebt im Jetzt. Er ist dein Sohn. Und er braucht seinen Vater. Diese Rune öffnet die Brücke nach Helheim. Wenn du dort bist, darfst du die Brücke der Verdammten auf keinen Fall überqueren. Es gibt keinen Weg zurück. Verstanden? Junge. Heimir, beeil dich. Durch meinen Garten führt ein Pfad zu meinem Boot. Nimm es. Kehre heim, bleib stark. Tu alles, was nötig ist. Nur bring mir das Herz des Brückenwächters. Um deinen Sohn zu retten. Jetzt. Wir sind also... Freya. Beim letzten Gespräch war ich... Nein. Du hast recht, einem Gott zu misstrauen. Du brauchst nichts zu sagen. Nicht zu mir, nicht deswegen. Ich gebe auf ihn Acht. Der Schwur einer Mutter. So. Und
wollen wir mal nach Hause zurück. Und nach Helheim. Ausgerechnet Helheim. Geht's dir gut, Bruder? Ich werde tun, was nötig ist. Lass mich in Ruhe. Wie du wünschst. Okay. Ich denke mal, ich kann mich zwar hier umsehen, aber hier wird es nichts zu finden geben. Wir sollten eigentlich auf dem schnellsten Weg zurück nach Hause. Was hast du zu Hause versteckt, Kratos? Mein Gott, wie sieht das hier aus? Kratos hatte eigentlich solche Klingen. Werden wir jetzt diese Klingen bekommen? Hat er sie zu Hause versteckt? Wird er dann wieder zum Gott des Krieges? Oh mein Gott. Und die Welt brennt. So krass aus hier, Wahnsinn. Okay, wir sind zu Hause angekommen. Und dort oben sehe ich Gegner. Okay, wir müssen auf jeden Fall nach Hause. Okay. Euch kann ich nur mit bloßen Händen erledigen. Wahnsinn. Kleinen Mistviecher. Ja.
will doch nur meinen Sohn retten. Okay. Ich denke mal, das war's. Dann ab nach Hause. Moment, hier hinten ist noch ein bisschen Lebensenergie. Okay, die brauche ich eigentlich nicht. Ist aber dunkel drin. Oh mein Gott. Eine neue Waffe. Und Kratos wird an seine Vergangenheit erinnert. Du kannst dich nicht verstecken, Spartaner. Bringe so viel Abstand zwischen dich und die Wahrheit, wie du willst. Das ändert gar nichts. Gib vor, alles zu sein, was du nicht bist. Lehrer, Ehemann, Vater. Doch einer unumstößlichen Wahrheit wirst du niemals entkommen. Du änderst dich nicht. Du bleibst für alle Zeit ein Monster. Ich weiß. Aber ich bin nicht länger dein Monster. Oh, mein Gott. Jawoll. Oh mein Gott, das ist so geil. So geil. Das ist so geil. Also ich glaube, ich sehe dort hinten eine Tür zur Zwischenwelt. In deinem eigenen Vorgang. Nimm die Abkürzung zum Weltenreisetempel und dann auf nach Helheim, ja. Oh mein Gott. Okay, wir haben jetzt die Axt und wir haben die Klingen. Sehr, sehr geil. Okay. Dann wollen wir mal das Tor öffnen. Und zu Fafris Lagerraum. Das ist auch noch eine Nebenquest. Wo sollen wir denn hin eigentlich? Brocks Laden. Da ist die Hexer.
einfach bis Lavaraum zu kehren. Die Zeit heilt alle Wunden. Aber da komme ich ja nicht hin, ne? Das ist ja nicht so eine Tür. Das heißt, ich muss eigentlich wirklich zu Brox. Mal schauen hier. Die Krankheit. Zu Tiers Welten kann man zurückkehren, genau. Wir haben aber neue Fähigkeiten bekommen. Okay, ein starker Angriff. Also wir werden das mal ein bisschen was ausbessern hier. R2 gedrückt halten. Was haben wir hier? Das haben wir schon. Ein Angriff mit ein bisschen Glück. Und so ein... Oh yeah. Okay, das ist alles neu hier. Haben wir natürlich noch einen Talisman drauf. Ah, wir haben unentdeckt. Okay, da können wir nichts weiter drauf packen. Tja, dann wollen wir mal zur Weltenkammer gehen, ne? Das heißt, wir müssen zu Brocks Laden zurück. Ich bin ziemlich sicher, dass du da hinten nicht mit mir gesprochen hast. Gibt es etwas, das du dir gern von der Seele reden möchtest? Nee, nicht wirklich. Sei versichert, im Wahren von Geheimnissen bin ich unschlagbar. Naja, du weißt ja, wo du mich findest. Und ja. Fürs Protokoll, ich habe mir schon gedacht, dass du Grieche bist. Athene? Deutlicher geht's doch nicht. Ich bin Spartaner und kein Grieche. Obwohl, Sparta liegt ja, glaube ich, in Griechenland. Nach Helheim reisen. Hey, du stinkst nach fremder Magie. Beim Schoß der Freya. Was ist das denn? Ein außergewöhnlicher Anblick. Ist das ein Familienerbstück? Nein. Wird es auch nie werden. Sohn, mein Bruder und ich schmiedeten Mjölnir für diesen Idioten. Ich erkenne Qualität. Und die zwei sind was Besonderes. Sag, wo ist denn der Kleine? Es geht ihm schlecht. Nein. Warum denn? Die Asen? Nein. Ich bin schuld. Und ich muss es wieder in Ordnung bringen. Manchmal kommen wir nicht um die Verantwortung herum. Hä? Sag, wie kann ich ihm helfen? Ich kann viele Dinge. Willst du, dass ich mit dir gehe? Nein. Deine Arbeit hier ist genug. Na gut. Und wohin bist du so eilig auf dem Weg? Ins Reich der Toten. Helheim! Verdammt, so ernst ist es. Ich werde dich im Auge behalten. Das ist gut. Brock kann die Gas-Klingen verbessern. Keine Sorge, Kinder sind zäh. Klingenkrauknauf. Und mir hat's auch nicht geschadet. Chaosklingen, okay. Da brauche ich auch eine Chaosflamme, um die zu verbessern. Auferstehungssteine, Zauber. Die möchte ich aber nicht. Berserker-Auferstehungsstein. Verwenden oder verkaufen Sie Ihren eigenen Stein, um einen neuen kaufen zu können. Okay, heißt also, den muss ich erstmal verkaufen. Und dann kann ich einen neuen Auferstehungsstein kaufen. Das werden wir doch glatt mal machen. Ein magischer Stein, der Kratos mit vollständig hergestellter Rage und etwas Gesundheit wiederbelebt. Drücken Sie, und Kratos stirbt. Sehr gut. Das nehmen wir mit vollkommen. 100 Schuppenfragmente der Weltenschlange kann ich kaufen. Okay, Klingenknauf kann ich auch noch nicht verbessern. Alles klar, dann müssen wir hier hin, ne? Wir müssen nach Helheim reisen. Und das werden wir tun und dann geht's im nächsten Part weiter. Jetzt, da Freya dir die Weltenrune nach Helheim gegeben hat, müsste es auf dem Tisch Welver sein. Aber mal schauen. Das Reich der Toten.
Helheim. Welt verfügbar. Wir machen es wirklich. Okay, ich glaube, hier kann ich auch nur mit den Chaos-Klingen kämpfen. In der Welt der Toten. Oh mein Gott. Wir müssen ja unseren Jungen retten. Zum Brückenwächter gelangen. Das ist unsere nächste Aufgabe. Das ist also die Welt der Toten. Ich halte dir den Rücken frei. Und du bist natürlich auch wieder hier. Einmal aktivieren bitte. Ich weiß nicht genau, ob man das muss, aber ich mach's halt immer, ne? Mystisches Tor, dahinter müssen wir. So, gut. Sehr gut. Geile Klingen. Das heißt, im nächsten Part... Lass mich diesen Moment nutzen, um dir zu sagen, dass das, was du vorhast, absolut irre ist. Nicht mal Odin kann diese Kälte überleben. Ich hoffe, die Klingen funktionieren. Ich hoffe auch, aber das werden wir erst im nächsten Part erfahren von God of War. Ich hoffe, ihr seid wieder mit dabei. Dann geht's ins Reich der Toten. Macht's gut, euer Basti. Tschüssi.